So, diesmal geht's um die Mauser M1896 Halloween. Sie kam im Winter, Halloween Patch 2012 raus. Und zwar, was ich zu der sagen kann, ist, dass es die zweite erweiterte Version der Mauser ist. Und zwar, diese sieht einfach nur hammergeil aus, das sieht sich schon am Skin. Der Griff ist lila, wobei er eigentlich beim Original braun ist. Und allgemein ist da jetzt so ein geiler Smiley drauf. Und ja, dieser Smiley ist auch wieder zu finden bei der FRF2 Halloween und natürlich das Halloween-Logo, naja, nicht Logo, sondern dass da Halloween draufsteht. Und ja, es gab's mal so einen Bug für die Mauser, jedoch weiß ich das gar nicht mehr. Wenn ich 5 Crates kosten 5500 CP, 10 kosten 10.000 CP, 30 kosten 27.000 CP und wenn ihr 50 wollt, müsst ihr 45.000 CP blecken. Das ist natürlich ein bisschen viel, aber es lohnt sich wirklich auch der zu gehen, denn viele haben schon die Mauser und FF2 und M4X, was es nicht gibt, schon gewonnen, denn pro Tag sehe ich mindestens nur an die 10, 20 Stück. Da unten steht immer Mauser und keine Ahnung, ich sehe in fast jedem zweiten Game einen, der eine Halloween-Waffe hat. Wie geil ist das denn? Auf jeden Fall macht mir das Spaß, mit der zu spielen, allgemein, wenn andere damit spielen und ich die töte und dann die Waffe aufhebe. Das ist einfach nur mega geil. Und dann habe ich meinen Spaß daran. Auf jeden Fall mit Rechtsklick aktiviert ihr den Triple und Automatic Mode. Mit Triple macht ihr One-Hit auf alle Bereiche, Kopf, Fuß und Brust. Also mit Triple Firing Rate macht ihr natürlich 3 Schüsse pro Klick. 18 zu 36 Munition hat sie und sie schießt in 2,27 Sekunden sich leer mit Triple Firing Rate Mode. Semi, also Automatik, schießt sie sich in 4,06 Sekunden leer. Ja, oder mein Finger ist behindert, der nicht so schnell tippen kann. Auf jeden Fall. Was mir zudem auch nicht gefällt, ist, dass sie nicht wirklich präzise ist. Also sie ist nicht punktgenau, aber das stört auch nicht wirklich, denn ich spiele nur im Triple Firing Rate Mode. Push-Schuss auf den Kopf macht sie vom ganz nahen bis von der weiteren Distanz, macht sie 88 ist maximal Damage auf den Kopf, 57 bis 88 so, da unten steht nochmal Mauser, wurde wieder gewonnen. Gehen! Glückwunsch, Lord Mehr. Auf jeden Fall, auf die Brust macht die Push-Schuss 24 bis 47 und auf die Füße 25 bis 40. Reload-Time ist 2,2 Sekunden, genauso wie auf Triple Firing Rate Mode. 2,2 Sekunden ist sie leer geschossen. Das ist echt mal krank, dass sie in so weniger Zeit, also gleiche Zeit, leer geschossen sind. Die Nachladeanimation gefällt mir auch sehr gut, was natürlich ein bisschen unlogisch ist. Und zwar, dass da nur wenige Kugeln an diesem Spiel sind und wer die dann reinpusht und es 18 Munition, also 18 Kugeln wieder sind. Ist ein bisschen unlogisch, aber das macht wirklich nicht das Spiel schlecht oder sowas. Auch nicht die Waffe. An sich ist eine einfach hammergeile Waffe. Auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Was noch geil ist, und zwar, ihr das sicherlich bei der M4 kennt. Ich hoffe, kann ich ja jetzt nicht wechseln. Ich habe bereits geschossen. Auf jeden Fall, wie ihr das von der M4 kennt, ist, dass sie hinten ja diesen Nachladehebel hat. Dieser ist so ähnlich wie bei, also der hier hinten ist. Ich hoffe, ihr kennt es. Wenn, dann macht mal einfach mal groß. Hinten diesen Hebel. So einen ähnlichen hat sie auch. Und zwar, wenn ihr schießt und dann nachlädt, dann kommt dieser Stift raus. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Genau, da war es nochmal. Das ist eigentlich nur nebensächlich, aber mir gefällt das ganz gut, dass sie eigentlich so eine Details einmacht. Das ist eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde das gut. Allgemein der Skin, der erinnert so an Nightmare und Dunkelheit und Schot und sonst. Auf jeden Fall, ja, ich kann sie euch empfehlen zu holen, denn es wird sich ja lohnen. Es gibt 3 Waffen, die man gewinnen kann, auf jeden Fall. Ein Kumpel von mir, also im Review, habe ich ja auch
Also hatte der Account auch FRF2 Halloween dreimal, das ist echt krank. Und ja, vom Gewicht her wiegt sie nicht viel anders wie eine Desert oder Anaconda. Das ist schon eine recht leichte Piste. Man kann echt gut damit rumlaufen und wie sie rausgezogen wird und der Sound allgemein, hört sich alles geil an. Auf jeden Fall, sie ist ja nicht punktgenau, wie gesagt, denn sie schießt etwas über unter neben dem Fadenkreuz. Das finde ich ein bisschen doof, also nicht punktgenau wie eine Arme oder sowas. Hätte ich jetzt nicht gedacht, auf jeden Fall. Und ja, ich denke mal, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn nett, wenn ihr mich abonnieren würdet, schaut mal bei meinen Partnerkanälen nach. Die könnt ihr auch mal abonnieren. Und ja, vielen Dank an Sony vom Clan Batchboard, wenn ihr Interesse an einem Clan habt. Einen guten Clan, Rank 502, wenn ich mich nicht irre, so war das. Wenn nicht sogar besser. Dann joint da einfach mal, also Link in der Beschreibung. Clan. Und Dankeschön an Sony, der auch im Game ist, und Sony GR auf den Account. Ich gibt's auch da. Dankeschön, tschüss.